So, Leute, da bin ich mal wieder zurück. Ihr habt den mitbekommen, es wurde schon ein neuer Teaser rausgebracht, wieder mal. Aber es gibt auch noch eine andere wichtige Info, nämlich die Arena-Punkte. Viele von euch spielen ja Solo, Duo, Trio, Team, eigentlich überhaupt nicht mehr, wenn überhaupt noch Just for Fun. Denn es ist, selbst ich merke es teilweise, es ist halt wirklich langweilig geworden, weil die Gegner teilweise zu stark sind oder aber deutlich, was war das, habe ich jetzt gesagt, entweder sind die Gegner zu leicht oder aber man hat den Mega-Schwitzer dabei. Gut, dasselbe ist in der Arena natürlich auch, aber ich weiß selber, ihr wollt natürlich auch alle besser werden, selbst ich, ihr kennt ja, wie ich spiele. Aber wann werden die Punkte zurückgesetzt? Diesmal hat Epic Games bzw. Fortnite das Ganze mal öffentlich gemacht, weil ihr seht hier, Arena-Hype wird nicht direkt zurückgesetzt. Das heißt, die Arena-Punkte werden in Season 7 erstmal auf jeden Fall da bleiben und werden erst am 22. Juni zurückgesetzt. Das heißt, ihr habt alle noch Zeit, jetzt noch ein paar Arena-Punkte zu sammeln. Und dann würde ich sagen, geht es in Season 7 wieder von vorne los. Ich glaube, ich werde dann auch mal ein bisschen aktiver Arena spielen. Aber ich mache mir da eigentlich ganz ehrlich keine großen Hoffnungen. Weil wenn ich da sehe, wie manche bei mir selbst bei 4000 Punkten am Spielen sind, das ist einfach geisteskrank. Aber so ist das. Ich wollte euch nur kurz die Info geben, falls wieder die Frage kommt, wann werden die Arena-Punkte zurückgesetzt? Am 22. Juni. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Montag. Denkt dran, gern ein bisschen Support da lassen. Gern meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Morgen fängt die neue Season an. Würde mich echt freuen. Und in dem Sinne, jetzt aber euch noch einen schönen Montag und haut rein.